So, Frosch im Hals. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und heute ist wieder Raider Mittwoch am Donnerstag. Nein, heute ist nämlich Mittwoch, also heute kein Raider Mittwoch, weil das kommt diese Woche wieder am Donnerstag. Leider aus zeittechnischen Gründen, denn es ist jetzt kurz vor 11 und um 12 beginnt ja die legendäre Mittagspause heute. Und da wollte ich mit Horsti ein paar Raids machen in der Mittagspause, gerade an den neuen Arenen. Das soll ja dann immer überall was sein. Lustig finde ich es auch, dass hier an den Stolpersteinen, also an meiner Heimarena, geht schon 11.04 Uhr ein Raid auf. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der 11.04 Uhr aufgeht, der ist ja kurz vor 12 dann beendet, ob direkt um 12 dann wieder der nächste Fünfer dran ist. Ist ganz lustig, müssen wir mal im Auge behalten. Aber heute keine Raid am Mittwoch-Folge, die kommen dann morgen, weil das Kampf-Event ist beendet, also der Battle-Showdown ist vorbei. Mankey gab es ja als Shiny zu fangen, Macholo gab es als Shiny zu fangen, Arenen konnte man doppelt so schnell auf Gold bringen, durchs Füttern, Reinsetzen, Raiden und so weiter. Viele haben das natürlich genutzt, um sich Gold-Arenen zu holen. Und ja, ich will jetzt mal hier schauen, was war meine Ausbeute beim Battle Showdown und will natürlich wieder meine Shiny-Familie heranzüchten. Das ist mir ja immer ganz wichtig. Deswegen geben wir hier einfach mal schillernd ein. So, und da haben wir ein paar. Angefangen hat das Ganze nämlich hier beim Mediti. Und ihr seht schon, ein Shiny Mediti bekommen. Ich habe jetzt auch mittlerweile 4,1 Millionen Staub. Sprich, ich habe während des Events knapp 2,1 Millionen gemacht. Ich glaube, ich hatte vorher was gepusht noch, hatte dann also nur noch 2 Millionen auf der Hand, habe jetzt wieder 4,1 Millionen. Das ist natürlich sehr gut, denn so kann ich auch für YouTube wieder ein paar Sachen maxen, pushen, wie auch immer hin und her. Also einen Shiny Mediti bekommen, 4600 Bonbons, aber das ist uninteressant, da haben wir auch den Eintrag schon, also den Nachfolgeeintrag von dem Meditalis oder wie das heißt. Dann ein Shiny Plusle bekommen, das hat ja keine Entwicklung, 1400 Bonbons. Dann ein Macholo und ihr seht schon 9158 Bonbons, das ist schon eine Wucht. Und ich muss sagen, ich habe wirklich alle ohne Bären gefangen. Also die meisten hätten dann natürlich gelbe Bären draufgeschmissen bis zum geht nicht mehr. Die habe ich aber immer verfüttert für Sternenstaub und ja. Deswegen auch ohne fast die 10.000er Grenze erreicht. Gut, da fehlen noch 850. Aber egal, ihr seht, da ist ein Schatten, das müssen wir noch entwickeln. Und was haben wir denn? Wir haben hier ein Macholo, zwei Macholo, drei Macholo, ein Mushas, ein Shiny Mushas auch bekommen. Da haben wir aber auch schon den Nachfolgeeintrag. Vier Macholo, fünf Macholo, sechs Macholo. 7 Macholo, ihr seht es nochmal da in der Übersicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Und im Vergleich dazu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal Mankey. 7 Macholo, 6 mal Mankey. Da werden wir uns natürlich wieder das Größte raussuchen. Obwohl, ne, das machen wir zum Schluss mit dem Größten. Wir werden jetzt mal gucken, 779 wäre hier das höchste von den WP, die IVs sind mir da wie jedes Mal komplett egal. Und ja, ich muss dazu sagen, ja, ich habe auch mit mehreren Accounts gespielt, also ich bin auch mit dem kleinen Account wieder gelaufen und wenn ich da eins bekommen habe, habe ich natürlich auch den täglichen Spezialtausch genutzt zum Ende des Events und habe mir die rübergehauen. Also ein paar sind getauscht, ein paar sind selber gefangen, sprich die ich mir ertauscht habe, die werde ich entwickeln, denn die werde ich behalten. Und die ich selber gefangen habe, die sind natürlich zum Tauschen verfügbar, was auch sinnvoll ist, um eure Shiny-Sammlung zu komplettieren. Denn so könnt ihr immer die ihr euch selber rübergegeben habt, günstig, weil es ja kein neuer Eintrag war, entwickeln, eure Familie da aufbauen und die ihr gefangen habt, nehmen und mit anderen handeln und tauschen und machen. Deswegen muss ich jetzt mal durchblicken. Also das 779er, das knallen wir komplett rein. Das machen wir dann zum Machomai. Dann haben wir hier noch ein 350er, 268. Wir nehmen mal das und machen es zum Mashok. Ja, vielleicht hätte ich den Ton auch mal anmachen sollen, dass man ein bisschen was hört.
Kann ich ja jetzt immer noch. So. Der grüne Hulk, wie es alle nennen. Ich fand das ja erst nicht so krass, weil die einfach wirklich alle komplett gleich aussehen. Also, dass das Macholo grün ist, dass das Mashok grün ist, dass das Macho Mai grün ist, fand ich nicht so cool. Da hätten sie sich wirklich was anderes ausdenken können. Beim Quiekel, das Quiekel war ja auch cool. Und das Mammutl war cool, nee, grün, war auch im Prinzip so grünlich. Aber dazwischen das Kaibel, das war ja so richtig knallig, golden-gelb. Das war richtig genial, das hat sich abgehoben vom Rest. Hier sieht einfach alles gleich aus, alles einfach grün, grün, grün. Noch mehr grün und ja, genauso wie Mankey, dass er auch im Prinzip dann grün ist und grün gehalten. Also sieht alles aus, als wäre es seekrank. Aber egal, erstmal haben, da freuen sich die meisten nämlich natürlich und oh, was will man sonst auch mit Machomai machen? Stellt euch mal vor, Machomai wäre pink, wie das aussehen würde, ein pinkes Machomai. 1944 und da ist er also, der Brühe. Und wir werden jetzt, wie muss ich das hier, 457, da werden wir das nämlich hier so lassen. Das 310er und werden das hier entwickeln, 457 von Mankey zu Razaf mit 50 Bonbons, dass wir da auch den Shiny-Eintrag haben. Da bin ich mal gespannt, ich glaube die meisten waren eh nur auf Macholo scharf und sind dem hinterher gerannt und waren gar nicht so heiß auf Mankey oder Mankey ist da ein bisschen untergegangen. Ja, das ist ja vom Körper her auch gar nicht mehr grün, das ist jetzt, was ist denn das für eine Farbe überhaupt? Egal, sieht auf jeden Fall anders aus als das normale. Sieht aus wie so ein Knödel. Ein wütender Knödel mit Schweinsnase und grünen Boxhandschuhen und grün drumherum. So, das war's aber im Prinzip. Hier kann ich nämlich nicht mehr machen. Hab jetzt also noch ein paar Sachen da. Mushas brauche ich nicht entwickeln, das Macholo brauche ich nicht entwickeln. Die Magpies müsste ich auch mal durchentwickeln oder die Slimers, das mache ich aber mal ein anderes Mal. Das war das Kampf-Event, richtig coole Sache. Da saßen auch überall immer die Hariyamas rum, also diese vom Makuhita, die Weiterentwicklungen. Die gaben auch immer ordentlich Staub, wenn ihr die gefangen habt und die kamen wirklich auch sehr oft. Deswegen, was will man sagen? Cooles Event, coole Sache, coole Ausbeute, richtig genial. Heute natürlich die legendäre Mittagspause. Da bin ich gespannt, wie das ablaufen wird. Und manche, die könnten da ja wirklich 1000 Raids machen in dieser einen Stunde. Aber wir wollten einfach nur zwei machen, wegen den freien Pässen, dass die alle weggehen und es gemütlich angehen. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Und ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wie war eure Ausbeute beim Macholo-Tag, beim Battle-Showdown? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dahin, also bis morgen, weil morgen gibt es dann wieder die Raid am Mittwoch, am Donnerstag Folge mit den Highlights der Woche und dem Schocker der Woche. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.